du kannst auch mal mitgraben. Du hast dich schon den ganzen Tag ausgeruht. Etwa mit Schaufeln? Aha. Amber, hilfst du uns mal? Leg die Kamera hin, bitte. Ich mach euch unsterblich. Die Luft brennt, während das Graben beginnt. Seit 2 Tagen streifen unsere unerschrockenen Schatzjäger durch die höllische Landschaft, turmhoch aufragender Berge und bodenloser Schluchten. Sie schmoren unter der gnadenlosen Sonne, die Kehlen vertrocknet, das Fleisch verbrannt. Wasser, bitte! Und sie sind nur noch wenige Augenblicke davon entfernt, die diesmalige Internetschatzsuche zu gewinnen. Wir haben immer gewonnen. Ja, und wir sind unheimlich aufgeregt. Außer Marty hier, der mit den Gedanken ständig bei seiner Archäologie-Hausaufgabe für nächste Woche ist. Du meinst die Anthropologiearbeit. Die Archäologiearbeit ist erst in 2 Wochen fällig. Bitte, Kamera. In den nächsten Ferien sage ich nur 4 Worte, Baby. Snowboarden in Durango. Das waren 3 Worte, Baby. Hey, ich hab was gefunden. Wo? Ja. Oh, seht mal. Ladies and Gentlemen, das Gewinnerteam steht fest und das sind wir. Was habe ich euch gesagt, Leute? Man muss fest dran glauben. Unser Pfarrer will auf die Kanzel, er predigt so schön. So, kommt, alle anfassen. Die Wahrheit wird dich befreien, mein Sohn. Die Gewinner sind? Der Preis ist doch eine Kiste mit CDs. Vielleicht sind da goldene Oldies drin. Laut Website wurde der Schatz erst vor 1 Monat vergraben. Das ist verrückt. Mal sehen. Leute, das ist aztekisch. Aztekisch? Du meinst diesen Geronimo? Geronimo war ein Apache. Ich meine die Azteken, die von Mexiko. Die beten die Sonne an. Von Cortés erobert. Die Kiste muss etwa 16. Jahrhundert sein. Und wieso finden wir sie hier? Das weiß ich nicht. Manche Historiker behaupten, New Mexico wäre das Ende des aztekischen Imperiums gewesen. Seht euch das Relief an. Die Sonnenscheibe, das Sternenband. Warte. Du willst also sagen, dass das nicht zur Schatzsuche gehört? Vergiss die Schatzsuche. Wir landen vielleicht im People Magazine. Wir sind Grabräuber. Was glaubst du? Was bringt das Zeug bei eBay? Eventuell ist irgendwas Wertvolles drin. Vielleicht antike Artefakte. Oder Schmuck. Stimmt's, Marty? Wir können das rausfinden. Sei vorsichtig. Wenn du sie beschädigst, machst du den Preis kaputt. Okay, vorsichtig. Dreht sie mal um. Nichts kaputt machen. Komm, aufpassen. Das gibt's nicht. Ein alter Krug. Ist das alles? Nicht mal das Gold. Nein, der ist schwer. Ich glaube, da ist noch was drin. Blut. Ja, ist ja klar. Tunk doch mal den Finger rein. Verdammt, tunk du doch den Finger rein. Ich tu's. Das ist Blut. Ja, Wahnsinn. 500 Jahre altes Blut? Aber müsste das nicht längst vertrocknet sein? Endlich ja. Okay, gib her. Amber. Baby, film mich mal, wie ich den Krug halte. Lass mich wenigstens den Deckel drauf. Pass auf! Was ist mit dem Licht? Das ist echt unheimlich. Was du nicht sagst. 5 gute Freunde wollen ein letztes Mal zusammen Spaß haben, bevor sie den College-Abschluss machen. Aber ihre Suche nimmt gerade eine dunkle Wendung. Denn die Höhle, die sie erkunden, ist keine gewöhnliche Höhle. Es ist ein Durchgang in die Twilight Zone. Wie spät ist es? Noch nicht mal Mittag. Der Himmel, wie kann es schon so dunkel sein? Ist das eine Sonnenfinsternis? Nein, man würde die Sonne hinterm Mond sehen. Wo ist dann die Sonne? Ja, das ist unheimlich. Was ist hier los? Geht's nur mir so oder ist es wirklich kälter geworden? Ja. Ja. Sie reisen in eine andere Dimension.
Eine Dimension, die nicht nur Augen und Ohren beansprucht, sondern auch unsere Fantasie. Die Reise führt uns in ein geheimnisvolles Land, dessen Grenzen nur die unserer eigenen Imagination sind. Sie betreten die Twilight Zone. Verschwunden zu sein scheint. Verschwunden? Was glauben die denn, dass die sich irgendwo versteckt hat? Das ist besonders hart, denn die Oberflächentemperaturen fallen weiterhin in alarmierendem Tempo. Wir erhalten gerade eine Meldung aus Grönland, wo die Temperaturen bereits ein Rekordtief von minus 90 Grad Fahrenheit erreicht haben. Minus 90 Grad? Der Präsident hat eine Notstandssitzung für 14 Uhr Zeit. Ich rufe zu Hause an. Ich will wissen, wie es meinen Eltern geht. Ich hab's schon versucht. Du kriegst gar kein Netz. Scheiße. Sowas erlebt man doch bloß im Traum. Also das ist nicht normal. Die Sonne verschwindet nicht so einfach vom Himmel. Sogar ich weiß das. Wahrscheinlich erforscht es im Augenblick jeder Wissenschaftler. Irgendwer muss doch eine Erklärung dafür finden. Ich denke, dass ich eine habe. Wir waren es. Was sollen wir gemacht haben? Ich habe die geheimnisvolle Kiste untersucht. Sie ist eindeutig aztekisch. Ja und? Also die Azteken verehrten die Sonne. Sie haben die Kiste hier in dieser Höhle vergraben. 500 Jahre später holen wir sie raus. Wir nehmen einen Krug heraus, der mit Blut gefüllt ist. Wir verschütten es und in derselben Sekunde ist die Sonne verschwunden. Ach, Quatsch. Du hast echt einen Knall. Ich glaube es ja selbst nicht, aber welche Erklärung gibt's noch? Und wie wär's mit Zufall? Ja, Zufall. Denkst du auch mal daran? Klar habe ich das, aber die Beweise... Ich würde sagen, wir packen jetzt unsere Sachen zusammen und sehen zu, dass wir schnell nach Taos zurückkommen. Das ist eine 30-Meilen-Wanderung im Dunkeln. Na und? Wir haben doch Licht. Ihr spinnt doch, Licht oder nicht. Wenn wir diesen Weg runterstolpern, bricht sich sicher einer das Genick. Dann würde ich wenigstens vergessen, wie kalt mir ist. Gewöhn dich schon mal dran. Es wird noch sehr viel kälter werden. Wie viel kälter? Frag lieber nicht. Ich will's gar nicht wissen. Ich will wissen, was auf uns zukommt. Ohne Sonnenenergie löst sich die Erdatmosphäre innerhalb von ein paar Tagen auf. Und die Temperaturen werden sich so bei minus 150 Grad einpendeln. Heißt das, dass wir alle erfrieren werden? Nicht nur wir, sondern die ganze Welt erfriert. Na, da fühle ich mich doch gleich besser. Es muss doch eine Möglichkeit geben, sich aufzuwärmen. Wenn uns nicht die Kälte umbringt, dann tut es die dünner werdende Luft. Wir erfrieren oder müssen ersticken? Wir haben nur diese beiden Möglichkeiten? Das ist ja absolute Scheiße. Naja, es gibt vielleicht noch einen Ausweg. Marty, wenn du irgendwas weißt, dann sag es uns! Die Piktogramme. Sie machen klar, wie man die Sonne zurückbringt. Aber ich glaube nicht, dass euch das gefallen wird. Erklär uns, was wir tun können. Wir müssten ein Menschenopfer bringen. Es steht alles hier. Wie man erstochen wird, wie das Blut in den heiligen Krug gegossen wird. Und vergraben, hier in dieser Höhle, nachdem Cortez mit seiner Oberin hier ankam. Ach komm, Marty, Schluss. Hör auf mit dem Quatsch. Sieh mich an, Wes. Siehst du mich lachen? Hey. Der Krug mit dem Blut, das wir verschüttet haben, der hielt die Sonne da oben die letzten Jahrhunderte. Hörst du dir selbst mal zu, wie verrückt du klingst? Die Zeremonie verlangt ein klares Opfer, nur sie verlangt ein Leben. Also wenn sie eine Jungfrau verlangt, kannst du mich schon mal rauslassen. Hört mal, können wir uns nicht einfach in den Finger schneiden und in den Krug bluten oder sowas ähnliches? Wer merkt schon den Unterschied? Leute, was ist denn mit euch los? Merkt ihr nicht, dass der Typ euch verarscht? Marty, sag ihnen, dass das ein Witz war. Los! Ein Messer. Was soll das? Genug mit dem Quatsch, das ist nicht witzig, klar? Marty, du redest hier von Mord. Davon einfallen, uns zu töten. Eve, ich weiß, wovon ich gesprochen habe. Ich weiß auch, dass es verrückt klingt. Genau, glaubst du etwa, dass uns dieses bescheuerte Gelaber die Sonne zurückholt? Früher hat es so geklappt. Ja, aber ehe wir anfangen, uns gegenseitig aufzuschlitzen, könnten wir erstmal was weniger Krasses versuchen? Gut, dann was denkst du? Hab zur Abwechslung mal Vertrauen. Der Glaube kann Berge versetzen. Was willst du denn? Dass wir rumsitzen und auf ein Wunder warten? Nein, aber alles passiert aus einem bestimmten Grund, einem göttlichen Plan. Und ich weiß, dass der Plan nicht vorsieht, dass wir einander schlachten sollen. Okay. Ich will nicht sterben, du willst nicht sterben, keiner von uns will sterben. Nein. Also müssen wir aufhören, rumzustehen und anfangen, endlich irgendwas zu tun. Wes hat recht. Keiner bringt hier irgendwen um und wir werden auch nicht abwarten und auf eine göttliche Fügung hoffen.
Also, immer der Reihe nach. Zuerst müssen wir Feuer machen. Der Weg, wir sind an einer Menge Holz vorbeigekommen. Lass uns das sammeln. Es wird uns schon viel besser gehen, wenn wir aufgehört haben zu zittern. Und wir haben ein paar Decken, wir haben Wasser, wir haben für ein paar Tage genug zu essen. Und die Sonne kann schon morgen früh wieder da sein, wo sie hingehört. Oh, das wäre so genial. Kommt, Leute. Wir stehen das schon durch, wir müssen uns nur einig sein. Kommt, gehen wir Holz sammeln. Los. Okay. Gute Idee. Im kleinen Wäldchen lag auch viel Holz. Das muss eine ganze Weile reichen. Schöne Ansprache. Ja. Ich möchte sie glauben können. Die Sonne ist jetzt seit 13 Stunden verschwunden und die Zahl der Todesopfer steigt stetig an. Allein in Indien sind bereits mehr als 10.000 Menschen den Minusgraden zum Opfer gefallen. Während die Behörden rund um die Uhr im Einsatz sind, um Unterkünfte und Decken an die Obdachlosen zu verteilen, die es am härtesten trifft. Ihre Bemühungen werden jedoch stark erschwert durch Aufstände und Plünderungen im gesamten Bezirk. Wir hier im Studio möchten unsere Hörer in unsere Gebete einschließen, solange diese Krise anhält. Solange wir Strom haben, werden wir auf Sendung bleiben und ihnen so viele Informationen geben, wie wir können, um ihnen in dieser Zeit beizustehen. Das ist meine Schuld, nicht wahr? Ich glaube, wenn ich nicht das Blut verschüttet hätte, dann wäre das alles gar nicht passiert. Wenn die Temperaturen weiter so schnell fallen, sagen die Wissenschaftler voraus, dass es schon in wenigen Wochen kein Leben mehr auf der Erde geben wird. Hey, es ist noch früh, vielleicht geht sie noch auf. Der Sonnenaufgang war schon vor 26 Minuten. Meine Großeltern sind gerade nach Florida gezogen, wegen der Kälte. Guter Witz, oder? Mein Bruder wollte nächsten Monat heiraten. Es sollte ein Riesenfest werden. Wir werden sie nie mehr wiedersehen, stimmt's? Meine Mutter, meine Schwester. Vielleicht sind sie sogar schon tot. Sie verrecken. Wir alle verrecken. Es ist vorbei. Richtig vorbei. Das muss nicht sein. Wenn es stimmt, was Marty sagt. Wir wollen doch die Welt retten, nicht wahr? Unsere Eltern retten. Wir wollen uns retten. Dann müssen wir einen töten. Nein, das ist verrückt, Mann. Vollkommen übergeschnappt, was? Du denkst doch nicht wirklich darüber nach, aber das ist im Moment die einzige Chance, die wir haben. Wie müssen wir es durchziehen? Zuerst müssen wir uns entscheiden, wer es sein soll. Du meinst, wer das Opfer sein soll? Wieso redest du nicht Klartext? Also mich kannst du vergessen. Mich macht keiner zum Opfer. Hey, wir hängen hier alle geschlossen drin. Nein, ich nicht. Okay, auf keinen Fall. Diesmal nicht. Wie läuft das ab? Geheime Wahl? Oder ein paar Handzeichen? Ha? Tut mir leid, das ist meine erste Menschenopferung. Wie haben die Azteken das entschieden? Auserwählt zu werden war eine Ehre. Klar. Die mussten ja früher auch nicht einen ihrer besten Freunde wählen. Mit dem sie zur Schule gegangen sind, mit dem sie zusammen gewohnt haben. Noah, was willst du sagen? Dass es nicht einfach wird, denkst du, das weiß ich nicht. Und wieso reden wir überhaupt darüber? Ich glaube, dass wir uns alle mögen. Ja. Selbst wenn wir es schaffen sollten, selbst wenn wir die Sonne wiederholen, wie sollen wir mit dieser Entscheidung weiterleben? Klar ist, wenn wir nicht bald was unternehmen, dann leben wir gar nicht weiter. Sterben will ich noch nicht. Wer will das schon? Ist mir egal, was alle wollen, ich will es nicht. Wenn wir das wirklich tun, dann begehen wir die allerschlimmste Sünde. Glaubst du das wirklich? Aus tiefster Seele. Komisch. Ich hab gedacht, du glaubst, dass Gott seinen eigenen Sohn geopfert hätte. Wir folgen schließlich nur seinem Beispiel. Ein Leben, um Milliarden zu retten. Das ist ein Opfer, das sich wenigstens lohnt. Ja. Ja, klar. Es sei denn, es ist dein Leben, das man opfert. Siehst doch mal so, die Chancen stehen 1-5. Ja. Vielleicht haben sie recht. Mann, 1-5. Liebling, für uns sieht's gar nicht so übel aus. Miserabel, ich bitte dich. Okay, so ein Mist. Einverstanden. Ist vielleicht besser als zu erfrieren. Na, fantastisch. Wenn ihr alle so scharf drauf seid, einen zu töten, dann zeig doch mal, wie du das machen willst. Sei vorsichtig. Kannst du mir dabei nicht in die Augen sehen? Ist es besser, wenn ich mich umdrehe? Nur, hör auf! Was ist mit dir? Hier ist eine große Chance, einen Freund zu opfern.
Wie findest du das, Amber? Na kommt, Leute. Ihr wollt doch leben, oder? Was anderes interessiert euch doch nicht, da habe ich recht. Hör auf! Oder nicht? Verflucht, Noah, steck das Messer weg! Ich bin ganz ruhig. Wollt ihr eure Haut retten? Ja? Dann müsst ihr... Was Noah. Hast du? Noah. Ist gut, versuch nicht zu reden. Das ist die Luft. Sie wird dünner, nicht? Viel schneller, als ich dachte. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Gut, wenn wir das schon tun, dann tun wir es richtig. Wir losen es aus. Der Kürzere verliert. Sie zuerst. Ihr müsst einen Stock wählen. Ich hab gedacht, dass wir uns entschieden hätten. Marty. Der nächste. Mich töten. Ich weiß. Du liebst mich, stimmt's? Was? Ich bin deine beste Freundin. Du kannst für keinen kochen, wenn ich nicht mehr da bin. Sag doch endlich mal was. Wieso seid ihr alle so still? Mama schreiben, bevor ich will mich nur verabschieden. Lasst mich wenigstens noch was schreiben, bitte. Ich habe Papier in meinem Gepäck und Bier. Worauf wartet ihr denn noch? Wes, bitte lass nicht zu, dass sie... Hilf mir, Eve! Wes, lass das nicht zu! Nein! Ihre Beine fest! Bitte bring mich nicht um! Bitte nicht! Hilf bitte uns! Bitte nicht! Nein! Bitte nicht! Bitte töte mich nicht! Bitte bring mich nicht um! Tu es! Bitte tu es nicht! Bitte! Tu es! Nein, nicht! Nicht! Oh, Mädchen! Oh, Alter, das ist so schwer! Hör auf, ich kann nicht mehr!
Ja, schön. Baby. Ich verstehe nicht, dass ich das zugelassen habe. Ich habe dich einfach töten lassen. Es tut mir so leid. Die Sonne! Es funktioniert. Marty, es funktioniert. Es hat geklappt, siehst du? Es hat geklappt. Kommt! Seht euch das mal an. Wunderschön, nicht wahr? Jetzt feiern bestimmt alle Menschen auf der ganzen Welt. Die weltweite Panik ist einer großen Jubelfeier gewichen, als die Sonne eben wieder am Himmel aufgetaucht ist. Die Wissenschaftler am Keck-Observatorium auf Hawaii sind der Ansicht, dass diese Sonnenverdunklung zustande kam, weil die Erde sich durch ein äußerst seltenes Niedrigtemperatur-Plasmafeld bewegt hat. Was redet der Mann da? Solch eine Erscheinung ist bisher. Das war kein Plasmafeld, das waren wir! Die Existenz eines solchen Phänomens gab es in der Theorie. Ich wusste es. Wir haben Ember umsonst getötet. Wir haben umsonst geheilt! Wir haben die Sonne verschwinden lassen. Haben sie zurückgebracht. Marty hat recht. Wir haben getan, was getan werden musste. Wir haben nur getan, was wir tun mussten, nicht, Eve? Nicht wahr? Marty? Die Sonne ist zurückgekehrt und die Welt ist wieder warm, aber für diese vier Überlebenden bleibt eine bittere Kälte zurück. Von der Ungewissheit verfolgt, können sie keinen Seelenfrieden finden. Es gibt kein Entkommen aus den Schatten des Zweifels, kein Licht, was sie herausführt aus den undurchdringlichen Tiefen der Twilight Zone.